Wir sind heute im Showroom von Bossa Venosa und neben mir sitzt Juan Melchor, der Verkaufsleiter von Deutschland. Juan, wir kommen gerade von der Sevisama und Sie veranstalten ja hier seit Jahren schon eine Hausmesse. Meistens eine Woche vor der Sevisama, aber diesmal geht sie auch länger. Können Sie etwas dazu sagen? Ja, ja, leider die Kunden seit mehr als 20 Jahren im Welt, weil hier in Welt können wir besser auf unsere Produkte, unsere Neuigkeiten präsentieren. Und das dauert dieses Jahr 4 Wochen. Und haben wir die Kunden besser betreut und können wir in dieser Zeit auch die Kunden aufteilen, um die Neuigkeiten anzuschauen. Der Trend geht da jetzt mehr und mehr zu Hausmessen, also auch andere. Ja. Hersteller gehen jetzt den Weg, dass sie ihre eigenen Events veranstalten. Was ist Ihre Meinung dazu? Na gut, für uns geht es vor allem, dass wir die gesamten Produkte von der Gruppe zeigen und unsere Kunden am besten beraten. Und so können wir nur am besten in den eigenen Ausstellungen wegen der Produktvielfalt, das wir haben. Ja, das ist verständlich. Und das hat auch auf reges Interesse gestoßen bei den Kunden. Ja, klar. Also da sind wir auch so gewohnt, unsere Kunden, das kommen in Berg und haben wir unsere schöne Präsentation in Köln mit dem Gesamtpaket von der Gruppe. Ja, wir haben ja gerade einen Rundgang gemacht durch die verschiedenen Showrooms, die sind ganz neu gestaltet haben und sind wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Können Sie uns etwas zu den Neuheiten sagen und insbesondere auch Neuheiten, die interessant sind für den deutschen Markt? Ja, also dieses Jahr haben wir eine neue Serie in dem X-Light-Programm, also das ist die 6 mm, in 270x20 und 120x20, aus eigener Kreation, eigene Grafikdesign, also das kaufen wir nicht von der Konkurrenz, damit wir uns ein bisschen abheben. Und dazu haben wir neue Serien mit Steingut und Fasterzeug als Abrundung. Und diese Serien werden in warme Sandtonne und Natursteinoptik, die gerade passen zu der deutschen Marke sind. Und wie ist das Stiftsjahr gelaufen für Deutschland? Na gut, das Geschäft lag. Es ist schwierig wie bei allen. Letztes Jahr war es schwierig, dieses Jahr wird nicht anders. Müssen wir kämpfen und wir versuchen mit unseren engen Kunden das Beste daraus machen und die Klientel zu begeistern mit unseren Produkten. Ja, ich habe auch gehört, Sie wollen jetzt stärker auch auf den deutschen Markt vorrücken. Wie ist da Ihre Strategie? Also wir haben einen Objektbereich in Deutschland von den Sitz in Köln. Von dort werden weitere Objektberater eingestellt. Da wird auch ein zusätzlicher Mann für den Vertrieb mit den großen Platten für die Küchen Natursteinwerke. Und werden wir weiter wachsen mit Direktbezieher oder direkte Kunden, die unsere Produkte mit Exklusivität verkaufen. Und Sie wollen sich auch stärker direkt an Architekten und Designer richten? Das ist ja eine unserer Hauptziele, dass wir mit Bauträgern, Architekten, Designern und Innenrichtern unsere Produkte zufriedenstellen. Vielen Dank.